Was geht ab, Freunde? Wir kommen heute wieder zu einer neuen Reaction hier auf diesem Kanal. Natürlich wie immer pünktlich um 0 Uhr und wir haben heute einen ganz besonderen Song, Freunde, über den sich der Live-Chat auch schon gestritten hat, ob der jetzt gut oder schlecht ist. Ja, und zwar haben wir hier Bowser, diesmal kein Feature, sondern ein Versus, Apache. Ja, das Thumbnail sah auch schon so Wrestling-mäßig aus, also Hulk Hogan war da auch drauf, deswegen, oder das war, glaube ich, Bowser als Hulk Hogan, genau, deswegen, glaube ich, könnte Video auf jeden Fall in die Richtung gehen, daher der Titel, ich bin sehr gespannt, Bewertungen sehen ja trotzdem ganz gut aus und ich würde sagen, Freunde, wir starten rein hier direkt, let's go. The first to enter the arena, he weighs 240 pounds. Ey, okay, ganz kurz mal, ne? Muss ich einfach hier anmerken, surreal, wie viele Leute hier drin sind. Das ist wieder so ein Ding, ne? Da weiß ich gar nicht, wie viele Leute waren da wirklich oder wie haben die das gemacht? Man weiß es nicht. Ah, okay, Apache sieht aus wie Undertaker und ja, Bowser halt eben wie Dings hier, Hulk Hogan. Und der Songtitel übrigens Madonna, habe ich auch gar noch nicht erwähnt gehabt. Das kann sein, dass die anderen Mädchen langsam verstehen, wie das geht. Okay, Digga, ich muss sagen, ne, das Video auch jetzt schon wirklich mega episch. Ansonsten, gerade haben wir jetzt hier schon ein bisschen Bowser gehört, ja, wie er langsam reinkommt. Okay, Mann, aber geil, mit dem Intro, wie die das so aufgebaut haben, natürlich bietet sich perfekt an. Also, bei sowas, bei so einem Video mit Wrestling und so, das ist schon, da kann man auf jeden Fall gut was draus machen. Ansonsten, beim Beat, gucke ich auch nochmal in die Beschreibung, man hat ja irgendwas gehört gehabt, nur damit ich hier nichts Falsches sage. Und, ja, wo steht's hier drin? Übrigens hier sogar Produktion vom Video Saltwater Films. Die kennt man von Dings hier. Von Peso kennt man die auch. Genau, und ich glaube Mixo McCloud Beat, oder? Dass die anderen Mädchen auch wissen, wie man sich bewegt. Du tanzt wie Madonna. 1986 MTV. Madonna. Okay, ey, ich schwör, damit hätte ich gar nicht gerechnet. Selbst so als er angefangen hat mit so einem Beat in so eine Richtung, okay, Mann. Aber klingt interessant, ansonsten so rein von der Melodie von Bowser, würde ich sagen, klingt nice, auf jeden Fall. Männer ohne Seele sind verliebt, Madonna, meines wird gestohlen, du bist der Dieb, Madonna. Okay, Mann, interessant auch vom Sound, von der Stimme, also vom Mix her. Ja, Mann, aber ich finde, Bowser klingt auf dem Beat auf jeden Fall nice. Und ich finde auch so, der Sound, also er klingt ja hier so ein bisschen anders, als er bei den anderen Songs klingt. Ich glaube, der letzte war übrigens, das war der mit Ufo und Rin. Und davor weiß ich gar nicht, ob das nicht sogar vielleicht der mit Juju war, der schon ewig lange her ist, keine Ahnung. Ja, wie auch immer, also er klingt auf jeden Fall ein bisschen anders. Ich glaube, das passt aber vom Sound her sehr, sehr gut zu Apache dazu. Madonna. Boah, okay, Mann, ich finde, das passt aber sehr gut. Also im Chat waren viele Leute, die es gar nicht gefeiert haben, die so reingeschrieben haben, boah, voll schlecht, Müll und so. Also ich habe nur den Chat nebenbei gesehen, ne, auch das Video gar nicht. Ich habe nur den Chat gesehen und keine Ahnung, so, die waren sich irgendwie, also haben viele Leute halt geschrieben, dass es in ihren Augen Müll ist. Finde ich aber nicht. Also ich fand gerade bis jetzt, haben wir ja vor allem von Bowser gehört, von ihm war es schon echt sehr stark, finde ich. Ja, ansonsten Apache auch. Ich freue mich auch, wenn ich es mir bei Spotify anhören kann, weil diese ganzen Geräusche so vom Publikum und so bringt ein bisschen natürlich so episches Feeling mit rein. Passt auch gut dazu, aber ist manchmal vielleicht so ein bisschen störend schon gerade gewesen. Deswegen bei Spotify natürlich nicht mit drin, dann höre ich es lieber da nochmal. Hörst du den Beat gefahren? Nimm mal mein Geld. Genau, ne, das meinte ich halt gerade, da ist, finde ich, so ein bisschen störend, wenn das mit drinnen ist. Aber gut, ja, ist bei den Videos ja jetzt auch nicht verwunderlich. Warum schickst du mir sie? Denn du tanzt wie Madonna. Alles spielt verrückt, denn du bist wie Madonna. Ich denke auch, der Song wird gut abgehen. Also wir lassen hier mal ein Like da. Wir müssen immer ein bisschen auch aufpassen mit Pausieren und so, ne. Ich habe ein paar Mal öfters Pause gedrückt, weil bei Bowser ist auch immer ein bisschen schwierig gewesen. Ja, auf jeden Fall glaube ich, der Song wird gut abgehen. Also das geht ja so ein bisschen in die Hausrichtung auch. Hat man bei Kapi damals gesehen, kommt gut an. Generell Apache, Bowser, ja, ich finde, das ist schon, das hat schon Hitpotenzial auf jeden Fall, ne? Generell die Combo und
ja, der Song geht gut ins Ohr. Wie gesagt, wenn man den bei Spotify nochmal anhört, dann glaube ich, kann man es noch besser beurteilen, weil hier mit den ganzen Geräuschen und so ein bisschen schwierig. Aber finde ich, hat auf jeden Fall Potenzial. Also mir persönlich gefällt der Song auf jeden Fall. Hey, warte, er hat dann quasi jetzt, also das hier wird ja dann diese Madonna sein. Wenn das auch noch einen Hintergrund hat, dann, wenn ich den jetzt nicht gecheckt habe, tut's mir leid. Ja, er hat jetzt dann quasi die gewonnen, oder wie? Okay. Ja, das war's mit dem Song, Freunde, mit dem ersten Video für heute. Ich würde sagen, auf jeden Fall geiles Ding gewesen. Like haben wir natürlich schon dagelassen. Ja, Mann, ansonsten schreibt eure Meinung gerne in die Kommentare. Was sagt ihr dazu? War gut, war eher nicht so gut. Ich bin gespannt. Ja, wie gesagt, vorhin die Meinungen waren sehr gespalten. Deswegen mal gucken, was ihr dazu sagt. Ansonsten lasst ein Like und ein Abo da. Und wir sehen uns natürlich gleich wieder mit dem nächsten Video. Bis dahin, Freunde. Ciao.